quasi weitermachen. Ich will quasi endlich weitermachen, weil ich spiele gerade aktuell immer mit dem Messer und versuche immer so viel wie möglich Reichweite, kritischer Schaden und Angriffsgeschwindigkeit. So nicht immer aufs Maximum zu gehen, aber die ab einem gewissen Punkt und dann tue ich mal was anderes nehmen. Erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen. Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street am 24. Oktober. Wäre super, wenn es mir irgendwas schickst oder sonst was, weil es ist so ein Krampf. Es ärgert mich nur noch. Ich mache nur das. Ich versuche nur die Materialien zusammen. Ich habe nicht einmal was anderes probiert gehabt. Nicht einmal Gefahrenstufe 5 probiert oder sonst nichts. Ich will einfach nur endlich mal diese scheiß Materialien. Es ärgert mich. Ich sitze jetzt schon seit 3 Tagen, habe mir Sachen im Internet angeschaut. Entweder ich kriege die Sachen teilweise nicht, wo ich mich dann auch dumm und deppert ärger, wenn ich dann wieder eine halbe Stunde verschissen habe. Oder halt einfach, es funktioniert irgendwie nicht, sobald dann die Schießer kommen. Läden und spirituelle Medien in New Orleans. Weißt du, wo denn dieses große, dicke Monster kommt, wenn es das haben drast, dann kommen gleich so 3-4 Schießer. Das ist so zart, das ist so dermaßen zart. Zum Tag des Johannesfests am 23. dieses Monats erwartet die Polizei noch gesteigerte Kultaktivitäten nahe des St. John-Sumpfs an der Südküste des Pontchartrainsees. Es gibt in dieser Region eine lange Tradition für Voodoo-Rituale am Johannistag, die bis zu den ersten Schlangenanbetern zurückreicht, die als Sklaven aus Westafrika verschleppt worden waren. Ich finde es wirklich ganz nett, aber es könnte ruhig lauter sein. Sind diese Praktiken durch die legendäre Marie Laveau bekannter geworden und wurden seitdem von vielen Kreolen übernommen, aber auch von den überlebenden Aristokraten des französischen Viertels. Schriftstellerin sucht Zuflucht. Gerüchte bestätigt. Autorin Cassandra Beauregard hält sich in Decedo auf. Das Decedo Hospital ist ein altes Plantagengebäude an der Ostküste des Pontchartrainsees. Oft wird es als Irrenhaus angesehen, aber der örtliche Arzt Elmer Lee Gray bevorzugt den Begriff Erholungszentrum, einen Ort, den man aufsucht, um Ruhe zu finden. Die Liste der Patienten ist geheim. Aber sie soll angeblich viele schwarze Schafe aus wohlhabenden Familien enthalten, denn in Decedo wird man ganz sicher nicht gratis behandelt. Die örtliche Schriftstellerin Cassandra Beauregard hat nun selbst zugegeben, dass sie sich hier aufhält. Sie gilt allgemein als eine der einflussreichsten kreolischen Stimmen und hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Aus Hollywood wurde kürzlich vernommen, dass sie ein Manuskript für einen Film vollendet hat. Der Titel Slaughter Gulch. Der Film soll kommendes Jahr in die Kinos kommen. Mich würde es aber echt wirklich interessieren, ob das alles, was wir hier da so ein bisschen sammeln, ob das auch wirklich eine gewisse Relevanz hat. Weil, tja, ich sag das so, wie es ist. Geil, schön und gut, dass wir halt so viel gleich gerade am Anfang sammeln können und alles. Taugt mir halt wirklich sehr, aber ich finde es halt irgendwie halt einfach nur ein bisschen schade, meiner Meinung nach. Ich finde es halt einfach nur ein bisschen schade, dass es ein bisschen zu leise ist. Ein bisschen ist gut gesagt. Aber ich werde da jetzt dann noch ein bisschen herumstöbern, na sicher. Oder ich werde da noch ein bisschen zapp machen. So schaut's aus. Wenn ich überhaupt da oder tut, überhaupt reinkomme. Hey, wir haben da noch so einiges. Oder schauen wir es hier. Passt nicht. Das könnte interessant werden, wenn ich die Glocke aktiviere. Nicht, dass ich dann quasi das ein oder andere überspringe. Besser, wir schauen lieber noch. Besser, wir schauen noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oder wir machen jetzt schon alles. Okay, ja, passt. Ja, passt. Interessiert mich nicht. Danke. Das nenne ich aber trotzdem Einbruch, gell? Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Jetzt ist schon längst der Schuss. Es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen einander mal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cornby,
Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal. Was, danke. Was? Ciao, ciao. Er ist weg? Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört doch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt, warten Sie. Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang, die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent, danke, Madame. Ich hätte mir aber trotzdem noch gerne ein bisschen umgeschaut. Hallo? Ich war noch nicht mehr ansatzweise fertig. Wollte noch ein bisschen zapp. Ja, wir werden sicher da noch ein bisschen herumschauen können. Ah, die Hütten taugt man schon. Ist eine schöne große Hütte, da kann man relativ gut noch heraus vieles noch finden und das Ganze drum und dran. Vielleicht nur das ein oder andere intensive Geheimnis. Gerade die kleine verdächtige Hase. Weil er schon gesagt hat, erst die kenne ich doch. Das könnte schon den einen oder anderen Indiz sein für irgendetwas. Na büste, oder jetzt haben wir mal das so ein Rätsel, oder was? Also, ich brauche dann trotzdem anscheinend irgendeine Art Baustein oder irgendwas in der Richtung. Weil ich wollte das eigentlich schon knacken, das Rätsel. Ich wollte das jetzt schon beinahe knacken. Das kann ich auch noch nicht machen. Ich schon. Nein, warte. Jeder Nacht steht der Schattenmann noch ein bisschen an der Schwelle meines Zimmers. Er zählt die Tage, bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Muss ich ganz ehrlich gestehen, da überspringe ich einfach, weil, sagen wir nicht ab, aber manchmal ist schon sehr, sehr grenzwertig, wie leise die ein oder andere Stelle ist. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe ein Buch voller seltsamer Notizen gefunden. Schon mal von etwas namens Taroea gehört? Was, Capoeira? Nein. Was ist das? Vielleicht deute ich da zu viel hinein, aber ich denke, das ist der Ort, zu dem er wollte. Oh, okay. Klingt nach einem Hinweis. So, das war's schon. Na gut, dann schauen wir mal. Wie ist der Eppert jetzt, wenn wir in Schwitzen kommen, ich sag's da. Ja, aber kann man das... So, das kann man dann halt quasi dann so austauschen, oder was? Okay, da muss ich sagen, da habe ich mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen was Komplizierteres, Leiwandereres erwartet. Schade irgendwie. Hey. Wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Beeindruckend. Das will ich nettes behalten. Bild. Nettes Bild. Nettes Bild. Na schön, kommen Sie. Ich möchte zu Dr. Gray. Okay. Vielleicht noch kommen vom Krieg? Sie, gehen wir. Ja, ich komme. Vielleicht noch vom Krieg oder irgendwas in der Richtung? Miss Hartwood. Meine, ist die der Flash oder was? Oder macht die jetzt auf Batman? Einfach verschwunden, die Tante. Wie geht das? Thank you.
geht hier vor? Wo bin ich? What? Sag mal, jetzt in Silent Hill oder was? Hammer. Na, wenigstens kannst du beim Nachbarn reinschauen. Bist du deppert? Tut sich da irgendein ausziehen? Was? Irgendein Nockerte? Na, aber Alter, was ist da jetzt los? Hammer. Kommt's mir irgendwie so vor, das ist jetzt eigentlich auch die Hitten ein bisschen runtergekommen. Die schaut mir echt jetzt ein bisschen runtergekommen aus. Die schaut nicht mehr so aus wie vorher, gell? Ein bisschen anders. Definitiv ein bisschen jetzt anders. Echt runtergekommen. Wie wäre schon länger kann am. Alter, mit den ganzen Käfern und alles drum und dran, aber definitiv schon länger kann er mit da. Die Hitten haben es ein bisschen anders gemacht. Das ist mir aufgefallen. Komplett anders. Das ist jetzt nur das kleine. Die kleine Stelle da. Wo ist es mit ihm? Der schaut schon wie so ein Wichser aus. Den kann man fix abschießen. 100%. Oh! Irgendwem habe ich getroffen. Irgendwem habe ich anscheinend getroffen. Ist da deppert. Ist da deppert, oder was ist da los? Wo bist du bitte, Alter Havara? Was ist mit dir, Alter? Du bist ja wirklich ein Lustiger, Alter. Jesus! Okay. Jesus, was zur Hölle war das? Ja, du sagst es, Jesus! Havara! Erstens hat er so richtig schön gefailt, alles drum und dran. Der hat sich da einfach nur in die Mecca unten versteckt. Bist deppert, Alter. Zyn ist aber auch nicht der Stärken, gell? Na, bist du deppert. Bist du deppert. Bist deppert. Gib's mir bitte doch noch ein bisschen mehr Munition, Digga. Aber das ist ja ein Krampf, Alter. Beginne ich zum Speiben, Alter, wenn ich mir das so zuschaue, Alter. Bist du deppert. Wenn man so zuschaut, wie ich das spüre, Alter. Bist deppert, Alter. Puh, Alter. Puh. Aber Alter, wenn's da mal schießt, Alter, schau mal ja, wie das Fadenkreuz ausschaut. Bist du deppert, Alter. Weißt du nicht, ob du warten sollst oder gleich sterben sollst. Aber echt geil hier irgendwie. So wirklich so voll auf Silent Hill Niveau mäßig. Taugt mir. Hat ein gewisses Feeling. Da kann ich nicht lang gehen. Okay, ja, ich wollte schon gerade sagen, so. Ist halt immer wieder eine Frage. Wer gibt hier Munitionskugeln rein, Digga? Allein schon in so einer Welt. Wenn so welche Kreaturen auf mich losgehen. Ja, sicher, Munition gebe ich auch von meinem Mistkübel rein. Kann ich ja eh nicht gebrauchen. Ey, da schlagt ja so die Viecher, oder was? Was zur Hölle ist hier los? Aber ich habe schon gehört gehabt, dass halt quasi nicht die größte Stärke des Games das Gameplay ist. Das habe ich schon mitgekriegt gehabt im Test. Was die Leute so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, sich beschwert haben oder irgendwas, aber was für eine Richtung die Leute schon quasi gegangen sind, was für eine Meckerei oder sonst was, oder was halt gut lief, was nicht so gut lief, das merkt man quasi gefühlt jetzt schon. Ich würde mal sagen, nehmen wir so ein Stamperle und wir nehmen sie noch eins. Sicher, der Bub braucht eine Heilung. Der Bub braucht alles. Also, wenn ich an deiner Stelle wäre. Jetzt abzerer, Alter. Das ganze Geld da drin und alles drum und dran. Da ist eh keiner. Da ist eh keiner. Wer würde dir aufhalten? Irgend so ein deppertes Viech oder was? Ich hätte schon längst mitgenommen. Alles drum und dran, Alter. Nicht lang gehen. Nicht alles. Alter, alles geflattert. Alles geflattert. Fix. Sogar den Tank hätte ich geflattert. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. Einfach mal wie eh und je. Zap, zap, rap. So liebe ich es. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es da mal der richtige Weg sein könnte. Dementsprechend gehen wir mal da eine. Schauen wir es sich mal an. Ich muss dann natürlich nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ich könnte ja eine Trophäe kriegen. Hallo? Lassen Sie sie nicht reinkommen, Herr.
Das sind nicht die Guten. Sind sie... Ist das ihr Laden? Gehört niemandem was. Ich könnte nicht sagen, dass der der Gute Jeremys ist. Geschichte. Jeremy war das? Wie? Der Pakt des Schattenmanns. Jeremy hat uns gewarnt. Wir haben es nur nicht geglaubt. Ich bin Detective Edward Cornby. Ich wurde von Jeremys Nichte angeheuert. Oh ja? Der ist mindestens ein Kopfgräser. $150. Dann wird sie einiges für ihr Geld bekommen. Muss sie abfischen. Sehr ausgerüstet. Compare. Nur wenn's nicht anders geht. Ich glaube, Jeremy versteckt sich so, dass wir ihn nicht finden können. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Der Talisman? Genau der. Das ist ein Glücksbringer, den er von Miss Jackson bekommen hat. Die Voodoo-Priesterin? Sie wissen ja so einiges, Compare. Ja, die Mama Loa. Hier, der Schlüssel. Ich habe das Tor abgeschlossen, um die Ghule und Goblins draußen zu halten. Goblins? Wenn Sie da hingehen, finden Sie vielleicht Hinweise, die Ihnen und helfen. Und Ghule? Danke. Ich sehe mich um. Ja, danke schön. Also, wenn es geht, muss ich mein Blut abdrucken. Sehr schön. Also, dadurch, dass es eigentlich nicht sein Laden ist, ist es eh wurscht, oder? Er kann ihn ruhig mitnehmen, da kann ich ruhig mitnehmen. Dadurch, dass es nicht sein Laden ist, kann scheiße gehen, der Hapschi. Ja, ja, ein bisschen Munition kann ich definitiv brauchen. Aber Alter, da schaue ich gleich wieder auf, oder bist deppert, oder? Hätten wir schon fix da gehabt, oder gleich 101-Fight, oder was bist du für eine Bitch, Digga? Auf da die Hitten, ich will noch ein bisschen was mitnehmen. Brauch Munition, Chefe. Ganz, ganz wichtig. Oder so oft wie ich daneben geschossen habe, also brauche ich mehr als wie 1000 Munitionspackerl, oder Minimum. Wollen Sie mitkommen? Nee, ich bleib eine Weile hier. Wäre ja irgendwie leichter zu zweit. Nee, allein kämpft sich ja so schwer. Okay. Okay. Ja, wer er will. Wenn er meint, er muss so deppert sein. Ich helfe ihm fix nicht. Naja, der wird sich sicher schon wissen. Der weiß sicher, wie man sich selber zu helfen weiß. Bist du deppert? Was bist du bitte für ein Rotzen, Alter? Havara, was ist bitte für ein deppertes Drecksviech? Nimm mal da noch ein bisschen was mit. Rohr? Okay. Also, dass ich dann quasi noch so ein bisschen drauf kann, oder was? Meine Waffe ist kaputt. Erstens, das war wieder viel zu laut. Und zweitens, das... Schau scheiße aus. Also sei mal nicht ab, aber das sah jetzt wirklich so ein bisschen echt kacke aus. Das sah jetzt wirklich nicht gut aus. Das sah jetzt echt nicht gut aus. Pistol-Teppert. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei erbüht haben. Dass sie unbedingt quasi seinen Ziel nachmachen müssen, aber sah aber nicht ab, aber nee, danke. Dann mach lieber keinen nach. Na, dann mach lieber keinen nach. Das ist nix. Das ist gar nix. Aber das hat ausgeschaut wie Missgeburt, sag mal nicht. Das hat einfach scheiße ausgeschaut. Digga, das sah jetzt. Wirklich nicht schön. Also vielleicht war das auch nur der enge Raum, vielleicht war das auch die Situation oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber nee, Digi. Das sah überhaupt nicht gut aus. Ich bin nicht so der was da so extrem drauf geiert. Ah, alles muss perfekt ausschauen. Alles drum und dran. Aber, come on. Ich rechne wahrscheinlich einmal damit, dass das Spiel hauptsächlich wirklich aus diesen zwei Sachen besteht. Aus einmal ein bisschen hinschlagen, zack, 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 also gameplay-technisch. Ein bisschen hinschießen und hinschlagen. Das Hinschlagen ist jetzt, ja. Ja. Ja.
Vielleicht war das auch einfach nur die Situation, aber es hat mich jetzt erinnert irgendwie an Silent Hill Dampo. Bist du deppert, Alter. Das war ja ein Verbrechen, Alter. Das war wirklich ein Verbrechen an Silent Hill. Wundert mich nicht, Alter, dass sie dann 20 Jahre später erstmal wieder was Neues rausgebracht haben. Na, kann ich nicht lang. Also so schlimm ist es eh nicht gewesen, aber dennoch. Es hat die Marke ein bisschen schon sehr, sehr stark in den Schmutz gezogen, das muss man schon sagen. Aber ich denke mir irgendwie nur so, ich krieg irgendwie eine Waffe und... Warte kurz, mach nochmal. Würde mich interessieren. Ja, okay. Nicht so schlimm wie du, sagen wir es mal so. Ja, es schaut nicht so schlecht aus. Aber ich denke mir nur so, ich habe gerade erstmal meine erste Waffe gekriegt gehabt, dieses, jenes. Und dann verliere ich es gleich wieder. Denke mir irgendwie nur so, na Halleluja. Mach gut. Geht's auch scheiße, okay. Das ist aber leimend, das ist super. Ja, das schaut wieder gut aus mit Innereien und alles drum und dran. Oh, auf saftig, naftig. Schmeckt gut. Ja, genau, zack, zack. Und dann renn weg. Renn weg. Ja, das schaut ein bisschen scheiße aus, aber ist auch scheiße. Schaut scheiße aus, fühlt sich auch scheiße an. Digi. Aber so sparen wir wenigstens ein bisschen Munition, das ist ja wenigstens das. Aber. Entweder kommt der Zahn raus. Oder der tut sich auch früh meckern an den Wichsen. Das ist ja da oben oder so, weggeräumt hat der Hund, Alter. Oder weißt du, wie viel wenig Platz du hast da in der scheiß Hitten da drin? Ich sag ja nur. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Irgendein Blödsinn. Da komm her, da komm her. Das wäre super. Nein, jetzt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Weil wenn der wenigstens ein bisschen weiter weg ist, weiß er nicht, wie stark der ist, der Hapschi. Hat er sich wenigstens ein bisschen... Super, Alter. Bist du deppert. Na, lad einmal nach. Lad einmal nach, aber. Also, das ist wieder so ein Säure-Typ. Okay, gut zu wissen. War nicht schlecht. War definitiv nicht schlecht zu wissen. Dass es auch so ein Säure-Typ ist. Besser lieber ein bisschen auf Abstand, ist das jenes. Ja, haben wir schon Tag gehabt, ich hör's. Wo haben wir schon gedacht, besser lieber ein bisschen aufpassen, besser ein bisschen abwarten, weil ich glaube da oben, es wird einfach nur so eine ranzige Partie da drin. Sag ich da. Das wird eine richtige ranzige Partie. Das wird ein Dreck. Das ist ein Dreck. Kein Platz, deppert herumschießen. Das ist nichts. Okay, ja. Also den habe ich wieder nicht gehört, den Hammerer. Den habe ich wieder nicht gehört, den lustigen. Warte mal. Okay. Bist du deppert oder ist es? Aber, Alter, bist du deppert, ich mach das fix nicht mit Absicht, Alter. Das ist oft daneben schießt. Das ist ja traurig, Alter, ich weiß eh. Bist du narrisch. Aber, na, das Spiel ist so geschissen. Vom Gameplay her. Natürlich. Nimm mal so ein Saftel, das kann der definitiv gebrauchen. Aber der hat mich jetzt wieder überrascht. Der hat mich jetzt echt überrascht. Ein bisschen deppert, so ein bisschen auf Kult wieder angelehnt. Gefällt mir. Sehr gut, sehr gut. Ich erkenne diesen Ort wieder. Das ist Miss Jacksons Seance Salon. Vielleicht hat sie ja irgendwelche Informationen zu Jeremys Talisman. Ich wollte gerade sagen, gleich so Wahrsagerin oder irgendwas. Da war einer, den Haberer. Achso, und das kann man dann so dran, oder was? Ich schätze, er braucht Zahlen. So wie Koordinaten. Okay, passt. Da werden wir dann sicher irgendwas noch herausfinden.